der Jugend gehört die Zukunft. Es spricht nun Lisa Gärtner, Vorsitzende des Jugendverbands Rebell. Rebellische Grüße vom Jugendverband Rebell an die bundesweite Montagsdemo. Demonstranten, liebe Rebellen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Zurzeit geht durch die Medien das Flüchtlingsdrama, das sich derzeit im Mittelmeer abspielt. Mehr als 20.000 Menschen haben in den letzten Jahren im Mittelmeer ihr Leben verloren. Diese Tatsache wirft viele Fragen auf. Es wirft die Frage auf, was muss eigentlich den Menschen für Elend, für Verzweiflung in ihren Heimatländern begegnet sein, dass sie ihr Leben dafür aufs Spiel setzen, auf Schlauchbooten übers Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Es wirft auch die Frage auf, was ist das für eine reaktionäre EU, was ist das für eine reaktionäre Merkel-Regierung, die die Schotten so dicht macht, dass die Leute dort im Mittelmeer einfach ertrinken. Und was das für eine reaktionäre EU-Politik, die in Afrika derartige Armut schafft, obwohl das so ein reicher Kontinent ist. Deswegen begrüßen wir auch sehr die Proteste, die zurzeit in Frankreich stattfinden, von tausenden rebellierenden Jugendlichen. Unsere Rebellion muss international sein, muss sich international für die Zukunft der Jugend engagieren. Hoch die internationale Solidarität! Und menschenverachtende Außenpolitik macht, macht aber auch eine reaktionäre Innenpolitik. Und das sehen wir auch hier in Deutschland, den Jugendlichen, die hier in Deutschland leben. Die Regierung hat immer damit getönt, wie sie sich um die Jugendlichen kümmern würde, wie niedrig hier die Arbeitslosigkeit ist und so weiter. Ich war vor den Wahlen, war ich auf einer Podiumsdiskussion in Sonneberg, da hat einer von der FDP hat tatsächlich gesagt, es ging ums Thema Mindestlohn. Ja, also er meint, man dürfte nicht immer nur an den Symptomen rumdoktern, man müsste mal dem Übel an die Wurzel gehen. Ich denke, oh, sowas sagt ein FDPler. Aber was sagt er dann? Die Ursache, das Übel sind die Jugendlichen, die ihren Schulabschluss nicht machen. Was ist das eigentlich für eine Politik, für eine zukunftsfeindliche und menschenfeindliche Politik? Er soll sich doch mal umgucken, wer die Leute sind, die keine menschenwürdigen Löhne kriegen, wer zu Leiharbeiter sind. Das sind top ausgebildete Jugendliche, ausgebildete Facharbeiter, die aber nicht übernommen werden, die nur noch in Leiharbeitsfirmen zu Niedriglöhnen und so weiter unterkommen. Ich habe selbst als Leiharbeiter gearbeitet und das gesehen. Abgesehen davon, die Merkel rühmt sich ja selber damit, wie top, was sie für ein tolles Ausbildungssystem hat. Nur was nach der Ausbildung mit uns passiert, darüber sprechen diese bürgerlichen Politiker nicht, wo wir dann landen, dass 60% nicht mehr übernommen werden, dass wir in Niedriglohn, dass wir in Leiharbeit landen. Deswegen meinen wir aber vom Jugendverband Rebell, Rebellion ist gerechtfertigt. Und deswegen freuen wir uns auch besonders, dass die FDP für diese jugendfeindliche Politik auch die passende Quittung bekommen hat. Und wir müssen uns immer bewusst machen, die FDP ist gegen den Willen der Herrschenden, gegen den Willen der Medien, gegen den Willen der heute Regierenden abgewählt wurden von den Massen. Und dass die FDP war 60 Jahre lang an der Regierung im Bundestag und es hat eine Weile gebraucht. Aber die Menschen haben sich da durchgesetzt und haben die FDP abgewählt, haben sie dahin gesetzt, wo sie hingehört. Und so wie die FDP Vorbote von den bürgerlichen Politikern, von den Bundestagsparteien ist, wie die FDP uns allen zeigt, was denen allen blühen wird, so sind wir hier die Montagsdemonstration-Bewegung der Vorbote von dem Neuen, dem Fortschrittlichen. Auch das wird sich eines Tages durchsetzen. Es braucht immer Bahnbrecher, die für das Neue kämpfen, Rebellen und mutige Vorkämpfer, die voranschreiten für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, wenn's der Remus, wir werden siegen. Und in dem Sinne, Montag ist Tag des Widerstands. Montags wird's rebelliert. Montags wird sich vorbereitet für größere Kämpfe. Montags trainieren wir uns. Montags durchbrechen wir die Medienmanipulation und machen unsere eigene Rechnung auf. Und deswegen ist diese Montagsdemonstrationsbewegung Gold wert und ist sie zukunftsweisend. Und deshalb freue ich mich sehr, heute hier zu sein mit den Rebellen, mit den Montagsdemonstrationsbewegungen und weiter jeden Montag auf die Straße zu gehen. Schöne Demo noch, schönes Wochenende noch. Viele Grüße von Rebellen.